get no gunshots, but they getting low, 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 low. Hey Leute, was geht ab? Wir befinden uns gerade im Schneesturm mit mir, dem Slycrofter und dem Tricksplayer. Ja, es ist verdammt kalt. Wir müssen ausgerechnet gerade mit dem Puck spielen, ey. Und ja, der Ball hat sich schon verwandelt durch die Kälte. Von einem Basketball zu einem Puck, ey. Also, eher gesagt, von einem Fußball in einem Basketball zu einem Puck. Genau. Man muss zurückverfolgen her, wie es sich verwandelt hat, natürlich. Eben. Und ich dachte schon, da bekommen wir den ersten Tor. Naja. Ich glaube, ich spiele wieder defensiver. Okay, doch nicht. Aua. Oh. Shit. Da hatten wir aber jetzt Glück. Boah. Ey, unser eigener Teammate blockiert mich. Ist nicht normal. Schön. Okay, ich merke, das kann schon schwierig werden. Nein. Uff. Oh. Hab ich den jetzt nochmal rausgehauen, ey. Komm. Komm schon. Nein. Ach. Und nein. Ah, wäre nochmal einer in der Mitte gewesen, ey. Den typischen Abstauber, ne? Weißt du, ja. Wenn du den brauchst, kriegst du den nicht, ne? Aber wenn du den nicht brauchst, stören sie alle, ey. Ist doch typisch. Ja, ganz klare Sache. Oh, shit. Entschuldigung. Immer diese Reflexe beim Drücken, ey. Da ist ja ein totales Gerangel immer wieder auf dem Feld. Ja. Und keiner kann sich entscheiden, wer jetzt als nächstes am Ball geht. Am Puck. Am Puck. Ja. Wir ja diese Besserwisser hier. Nein, den hätte ich jetzt machen können. Oh Mann, Selbstzweifel. Oh, Scheiße. Oh. Okay, das kann auf jeden Fall, wenn man auf der Zeit guckt, gleich noch ein enges Spiel werden. Und ein langes Spiel. Und ein langes Spiel, wenn keiner ein Tor macht. Und warum spreche ich das gerade an? Da macht der Gegner ein Tor. Ah. Natürlich muss ich schimpfen hier. Mach ich einfach mal mit. Ey, du darfst es nicht, du musst ein Vorbild gegenüber den Zuschauern sein. Ja, jetzt eskaliert er hier. Da entschuldigt. Warum entschuldigt er sich, wenn das doch eh nichts bringt? Verkackt ist verkackt, würde ich mal sagen. Bumm. Ja. Ganz klar, killt ihr mich erst einmal. Nein! Oh! Lass mich. Nein, bist du dumm oder so? Nee, nee. Warum tust du denn so spielen? Das war's nach dem 1-0, fallen wir zusammen. Ihr habt jetzt sofort das Spiel verlassen, war natürlich klar. Ja, super Teamplayer, ey. Ja. So welchen mag man doch immer. Ja, auf jeden Fall. Aber sobald die raus sind, der Libero, können wir ja ganz normal wieder spielen. Leute, der Libero hat wieder zugeschlagen. Tricksplayer, der Libero, ja. So soll auch die Folge heißen. Immer mit der Uhr. Ich werd mich schon dafür kümmern, ja. Weil das war einfach nur wieder ein super Libero-Treffer. Komm.
Okay, der geht. Also, ich fand den ein bisschen besser als dein. Nee, nix da. Doch, doch. Entscheidet mal in den Kommentaren, welches Draw war besser. Das von Tricksplayer oder von mir? Wir müssten mal irgendwann mal Best of Rocket League Treffer machen. Könnten wir natürlich irgendwann mal machen. Nur wenn wir unsere aktuellen Videos dafür zusammenschneiden würden, wären wir gerade mal bei einer halben Minute vielleicht. Wenn überhaupt, und das würde nichts bringen. Da wäre ich mir mal so nicht sicher, ey. Also entscheidet wirklich mal in den Kommentaren, welches Komm. War das schönere Tor? Meins. Du hast mich aufgehalten. Ja, weil ich den Tor haben will. Danke. Ganz schön. Klar. Danke. Weißt du, in dem Basketballmodus, ich mach keinen einzelnen Korb. Da bin ich halt der Bessere. Jetzt hier im Hockey. Macht der mich fertig, ey. Ich bin fertig. Nein. Ich glaube, ich spiele jetzt wieder defensiv. Ich bin jetzt wieder unser Libero. Nein! Och nö, was machst du da? Unseren Ball retten. Puck. Retten so. Schämlich. Nein! So, und da haben wir ganz klar gewonnen. Ja, ganz klar. Und wir sehen uns in der nächsten Runde, ein kleiner Rad, und dann sind genau. Und da sind wir wieder nach einem kurzen Cut. Und ja, ihr seht schon, zweite Runde wieder auf dem glitschigen Glatteis. Und wir warten eben noch auf dem Alex44. Schöne Grüße an den Typen. Und jetzt können wir anfangen. Eben. Hoffentlich sind hier wieder so stylische Stylecrafter-Tore dabei wie gerade. Nein. Warum darf ich nie Tore machen? Also ehrlich. Das ist genauso eine Frage wie, warst du gestern scheißen? Also das ist eine ziemlich politische Frage. Wow. Die sollte man ausdiskutieren. Ah, nicht in diesem Video. Und nicht auf unserem Kanal. Also. Okay. Ich weiß gerade ehrlich nicht, was ich dazu sagen soll. Egal, widmen wir uns mal weiter im Spiel hier. Ach nö. 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 Ach, und ich dachte, ich hätte ihn jetzt gerade noch ein bisschen gerettet. Ja. Nein, die anderen machen natürlich immer nicht mit. Oder Tricksplayer? Ach komm, lass mich in Ruhe. Nein! Ich hätte den nicht nochmal treffen dürfen. Nein, das war ein großer Fehler jetzt. Ja, das war ein sehr großer Fehler. Dafür muss ich natürlich wieder aufräumen, ne? Und ich werde erstmal wieder kaboomt. Kaboomt. Leute, ja, wer kennt es nicht, Wort. Das neue Wort kaboomt. Und schon wieder. Schon wieder wurde er kaboomt. Best of StarCrafter. Kaboomt. Sollte mal im Duden aufgenommen werden. Die Frage ist überhaupt, ob es noch nicht eingetragen wurde, denn es gibt schon dumme Einträge. Darf ich ein Beispiel nennen? Aber bitte jetzt nicht falsch denken. Spritzapparat.
Was? Das gibt es im Duden. Darüber haben sich Trixmonster und ich letztens noch unterhalten, warum es solche dummen Wörter gibt. Also, darüber kann man lange reden, warum das im Duden aufgenommen wird. Ja. Aber die meisten von euch werden natürlich falsch denken, ne? Wer kennt's nicht? Und ich sehe schon den ersten Kommentar. Penis. Oh mein Gott. Das musst du auf jeden Fall piepen. Zauberei, hä? Okay. Ach Mann. Nein. Boah, gut, dass der jetzt noch reingegangen ist, ansonsten hätte ich den reingezimmert. Guck doch. Da war ich schon am Fahren hier, ey. Hast du gesehen? Ja. Ja, hättest du noch nach rechts ausweichen können. Ja, schon, aber... wäre langweilig. Eben. Warum kann es nicht spannend sein, ne? Der geht. Nicht. Ach, der wäre aber wirklich gut reingegangen. Ja, ich weiß, das wäre ja auch mein Treffer gewesen. Danke. Der wäre richtig reingeflutscht. Och nö. Seht ihr? Wenn man mit StyleCraft aufnimmt, ne? Dann ist das so eine, immer so eine Sache. Der labert dann immer irgend so einen Quatsch, den keiner interessiert. Ja. Ist genauso wie Spritzapparat. Beides dumme Sachen, die nicht vorkommen sollen. Aber gut. Was willst du halt dagegen jetzt machen, ne? Der geht. Ah, den hole ich mir, nicht der Computer. Ja. Und eben, um euch eben kurz mal was zu sagen. Und zwar, bestimmt haben sich viele gefragt wegen den Garden Warfare 2 Videos, warum jetzt zurzeit keine kommen. Es kommen einfach jetzt zurzeit keine, weil ich erst ein Let's Play, okay, Let's Play ist falsche Ausnahme, auf jeden Fall ein Projekt beendet habe. Zu Little Big Planet 3 und ich möchte mich jetzt erstmal FIFA 16 widmen, denn ich möchte das jetzt viel, sagen wir mal so, besser bearbeiten als den Anfang. Und da ich ja jetzt, oh shit, da ich ja jetzt ein Projekt weniger habe, da ja Little Big Planet jetzt vorbei ist, kann ich mich jetzt viel mehr auf FIFA 16 konzentrieren. Und ja, Garden Warfare 2 wird natürlich auch noch kommen, weil ich möchte auch eher Multiplayer Sachen aufnehmen. Aber ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Ab und zu werden natürlich irgendwelche so Gameplays am Rande auftauchen. Aber ja, wie gesagt, lasst mich mal. Die zweite feste Serie wird in den, ich würde mal sagen, in spätestens 2 Wochen. Ich nehme mir einfach mal einen größeren Zeitraum, weil ich nicht weiß, ob ich Zeit dazu finde. Wenn nicht, wird als feste Serie noch Uncharted 4 kommen. Wo wir einmal die komplette Story durchspielen. Und natürlich danach auch Multiplayer. Jo. Und wir liegen 6-2 hinten. Gut, dass wir am Quatschen sind, anstatt sich zu konzentrieren. Ja, so wie die Gegner schon in Führung sind. Wir hätten es noch reißen können. Vorhin stand es noch 4-2. Aber gut. Wir haben vorhin schon gewonnen. Das reicht. So nebenbei mal gesagt. Oh shit. Alle fahren am Ball vorbei. Ball? Puck. Danke. Das ist genauso, als ob du sagen würdest, beim Basketball. Ja, ich hab ein Tor geschossen. Aber in Wirklichkeit, ich hab einen Korb geworfen. Ja, aber man schießt doch Tore auch im Basketball. Oh mein Gott. Also, Dune. Okay, lass mal den Dune mal aus dem Spiel, der weiß eh nichts. Hör auf. Spritzapparat. Genau deshalb. Klaut der mir den Treffer, ey! So viel zum Thema Team, ne? Bestes Team aber. Du tust so, als ob du Tore schießen willst. Ich schieß Tore. Danke. Mit einem Puck. Danke. Sehr nett. Nehme ich sofort natürlich herzlich an, ne? Ja. Gut.
Ja, natürlich. Dann, wenn ich den jetzt reinhauen könnte, stehe ich falsch, ne? Alles klar. Warum nicht früher so gut drauf? Spannend machen, würde ich mal ganz grob sagen. Wenn du es schaffst, in 8 Sekunden zweimal zu treffen, ne? Okay, das sag ich jetzt nicht. Ich würde beim normalen Modus, würde ich sagen, wäre möglich. Ja. Beim Hockey? Glaube ich nicht. Okay, der war nicht so, ne? Ich würde mal sagen, eine Runde mal wieder gewonnen, eine Runde verloren. Ja, wie eben. Recht für die Folge. Und wir sehen uns das nächste Mal. Genau. Wenn wir den Labormodus spielen. Richtig. Schreibt Kommentare, gebt eine Bewertung, gebt uns Feedback. Jo. Und ich würde mal sagen, haut rein. Ciao. Und tschüss.